Liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer am Univention Summit, liebe Kunden, liebe Partner, schon gesagt worden, es ist nur 8 Monate her und damit etwas kürzer als üblich seit dem letzten Univention Summit, aber ich glaube, es ist doch wahnsinnig viel passiert, auch in den letzten 8 Monaten, worüber wir sprechen müssen und sprechen sollten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie, dass ihr alle hier wieder dabei seid. Ich habe mich sehr über das Grußwort eben von Martin Hagen gefreut und ich freue mich auch, sie ist jetzt da hinten, dass Ann-Kathrin hier mit ihren inspirierenden Gedanken und ihrer wunderbaren Art wieder die Moderation übernommen hat. Da kann eigentlich aus meiner Sicht gar nicht mehr viel schief gehen. Ich freue mich sehr über die vielen, vielen Sponsoren. Mit 31 haben wir hier wieder einen neuen Rekord geknackt, die dieses Event unterstützen. Ohne euch, liebe Sponsoren, wäre das hier nicht das, was es auch ist, nämlich der Jahresauftakt des Open Source Business im deutschsprachigen Raum. Und das ist wirklich auch schön, dass wir das hier zusammen veranstalten können. Und ich freue mich sehr über die tollen SprecherInnen und PanelistInnen, die wir hier auf der Veranstaltung haben. Menschen wie Julia Pohle, Silke Tessmann-Storch, Andreas Reckert-Lodde, Matthias Spielkamp, um nur einige ganz wenige zu nennen, versprechen aus meiner Sicht wirklich neue Ideen, vor allem auch Informationen aus erster Hand und ich glaube auch ganz spannende Diskussionen, die wir hier erleben werden. 2022 war für Univention absolut kein Jahr wie alle anderen. Das haben wir in der Vergangenheit über manches Jahr auch schon mal gesagt, aber es geht immer auch noch anders. Und es war wirklich im letzten Jahr so, dass also durch den Angriffskrieg in der Ukraine, durch Inflationsraten, die wir in Deutschland nicht kannten, durch die Energiekrise und auch durch eine neue Bundesregierung, die ja auch wegen dieser großen Herausforderungen ihren Weg zu erklärten und sehr wichtigen Zielen, die wir jetzt eben gerade auch noch mal wieder gehört haben, digitaler Souveränität, verstärkter Einsatz von Open-Source-Software, diesen Weg zu diesen Zielen erst noch finden musste und teilweise auch immer noch finden muss. Und diese ganzen Dinge, die brachten Unsicherheiten mit sich. Für uns, für die gesamte Wirtschaft und auch für die IT-Branche. 2022 war ein Jahr, in dem gerade die großen Unternehmen in der IT-Branche, die großen Plattformbetreiber, erheblich und auch weit über den allgemeinen Börsenrückgang hinaus Wertverlust an der Börse hinnehmen mussten und auch in teilweise massivem und signifikanten Umfang sich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt haben. Da können wir bei Univention mit unserer sehr positiven Entwicklung eigentlich wirklich ganz zufrieden sein, auch wenn es ein herausforderndes Jahr war. Und ich freue mich sehr, dass es diese positive Entwicklung nicht nur bei uns, sondern in vielen Unternehmen in der Open-Source-Branche gegeben hat. Die Zahl der mit kommerziell erworbenen Univention-Systemen verwalteten Identitäten ist im letzten Jahr wieder deutlich gestiegen, um mehr als 33%. Wir sind im Umsatz wieder zweistellig gewachsen. Unser durchschnittliches jährliches Jahreswachstum liegt jetzt bei über 35%. Und wir sind auch, was die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, deutlich gewachsen um mehr als 14%. Zählt man die Zahl der Freelancer mit, dann sogar um mehr als 28%. Und dieses Wachstum wollen wir fortsetzen, deswegen suchen wir auch weiter tolle Menschen, mit denen wir uns als Organisation und auch als Menschen gemeinsam weiterentwickeln können. Es ist aber auch in 2022 in unserer Produktentwicklung sehr viel passiert. Univention Corporate Server ist mittlerweile bald 20 Jahre alt. Es wird also quasi erwachsen, kann man sagen. Und es wird Zeit für eine neue, junge Generation von Univention-Produkten.
Und gleichzeitig ist es so, das wissen Sie alle, dass in der Cloud sich Technologien wie Containerisierung und Kubernetes durchgesetzt haben und zum Standard geworden sind. Unsere Produkte sind schon länger auch für den Betrieb in Containern vorbereitet. Jetzt gehen wir aber einen deutlichen Schritt weiter. Jetzt wollen wir unsere Plattform signifikant für den Betrieb in und mit Kubernetes optimieren. Das ist ein sehr großes Vorhaben. Wir investieren hier sehr viel. Wir sind damit auch lange noch nicht durch. Millie wird nach mir mehr darüber erzählen. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir diese Investitionen nur machen können, wenn wir unsere bestehenden Kunden, die die bestehenden Produkte einsetzen, unsere Partner, die Anbieter von Apps im App Center auch mitnehmen und weiter unterstützen. Und dass wir das tun, haben wir im letzten Jahr mit Hunderten von Updates für unsere Produkte, mit neuen Versionen für die Produkte, mit neuen Versionen im App Center unter Beweis gestellt. Sie sehen, Univention wächst. Univention wird ständig leistungsfähiger und ich glaube, das ist auch gut und wichtig so, muss ich ja sagen. Aber ich glaube, das ist auch so, weil die Welt wirklich auch starke Open-Source-Player braucht, um ein Stück besser zu werden. Vieles, was in dieser Welt passiert, war ja auch beim letzten Summit schon, leider muss man sagen, präsent. Der schreckliche Angriffskrieg in der Ukraine, die wachsenden Spannungen im Verhältnis zu China. Und diese Entwicklungen führen dazu, es wird gerade jetzt heute auf dem World Economic Forum diskutiert, dass die Globalisierung zumindest teilweise ein Ende gefunden hat, dass die Welt wieder mehr in Blöcke zerfällt und dass die Hoffnung, dass durch völkische Ideologie oder andere Ideologie getriebene Despoten, durch Handel zumindest ein Stück berechenbar werden, dahin ist. Die Konsequenz daraus ist jetzt die viel zitierte Zeitenwende von Bundeskanzler Scholz und vor allem die Herausforderung, haben wir eben auch schon gehört, dass wir über Sicherheit und globale Abhängigkeiten ganz neu und ganz anders nachdenken müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Nicht ganz klar war beim letzten Univention Summit ja noch, ob Elon Musk Twitter tatsächlich kauft. Ja, hat er getan und führt uns damit ständig vor Augen, wie ein für Kommunikation und Nachrichtenübermittlung essentielles Netzwerk innerhalb kürzester Zeit seine Richtlinien und seine Ausrichtung ändern kann, ohne dass wir in irgendeiner Weise darauf Einfluss nehmen müssen. Und ich glaube, das müssen wir schon auch im Hinterkopf haben, wenn wir uns an anderer Stelle an proprietäre Plattformen binden. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass wir bei der Energiekrise dank entschlossenem Verhalten der Politik, dank auch einem nassmildem Winter, Wetter einigermaßen durch den Winter kommen. Das ist aber nur deswegen möglich, weil wir auch über Energiespeicher, über Gasspeicher verfügen, die uns Zeit und Handlungsoptionen verschafft haben. In der Digitalisierung verfügen wir über solche Speicher nicht. Man stelle sich vor, es wären nicht die Gaspipelines vor Bornholm gesprengt worden, sondern die transatlantischen Unterseekabel und einige Satelliten. Wir säßen wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit im digitalen Dunkeln und hätten größte Probleme, lebenswichtige Prozesse in Wirtschaft und Industrie überhaupt am Laufen zu halten. Wir könnten dabei bestimmt nicht auf irgendwelche Speicher zugreifen, die unsere digitalen Anforderungen von morgen beinhalten und die wir dann einfach abrufen können. Es ist doch so, dass sehr, sehr viel von der Digitalisierung abhängt, dass wir gleichzeitig das Digitale aber nicht speichern können, sondern es ständig neu produzieren müssen. Und deswegen müssen wir auch ständig sicherstellen, dass IT vertrauenswürdig und sicher ist, dass wir sie kontrollieren können, dass wir sie auch geänderten Anforderungen entsprechend anpassen können und dass wir in Krisen oder in Kriegssituationen oder nach politischen Umstürzen weiter sicherstellen können, dass die IT betreibbar ist. Deswegen brauchen wir offene Plattformen und ich glaube, wir hier im Raum als Teil des Open-Source-Ökosystems liefern einen ganz wichtigen Grundpfeiler dazu.
Die Digitalisierung lässt sich ja am ehesten mit der digitalen Revolution, jetzt habe ich hier tatsächlich einen Abschnitt vergessen in meiner Keynote, wie ich hier auf meinen Slides sehe. Was ich Ihnen noch sagen wollte, ist nämlich, dass wenn wir das nicht sicherstellen können, wenn wir nicht reagieren und dass ja die Notwendigkeit dieser Reaktion auch schon vor der Krise da war, dass ja die steigenden Abhängigkeiten im Digitalen auch schon vor dieser Krise Innovationsfähigkeit und auch Freiheit in Europa bedroht haben, dann ist unsere Wirtschaft auch in Gefahr. Dann ist, so wie ich das neulich gelesen habe, auch das Geschäftsmodell Deutschland wirklich auch in Gefahr, weil wir unsere Innovationsfähigkeit verlieren. Die Digitalisierung lässt sich ja sehr, sehr gut mit der industriellen Revolution vergleichen. Und eine Basis für den großen Erfolg der industriellen Revolution, für die Tatsache, dass die industrielle Revolution so vielen Menschen Wohlstand gebracht hat und dass auch so viele Menschen daran dazu beitragen konnten, ist ja, dass die der industriellen Revolution grundlegende Infrastruktur, die Straßen- und Schienennetze, die Kommunikationsnetze, die Energienetze, für jeden offen und unter vorhersagbaren, verlässlichen Bedingungen über sehr lange Zeit dauerhaft verfügbar gewesen sind. Und das ist auch Grundvoraussetzung dafür, dass man sich überhaupt engagiert, dass man sich überhaupt darauf verlassen kann, mit Kunden und Partnern zu kommunizieren, Waren zu beziehen, Produkte auszuliefern oder über die notwendige Energie zu verfügen. Und in der Digitalisierung sind jetzt Software und Cloud-Services diese Basisinfrastruktur. Wir kommunizieren darüber, wir beziehen Vorprodukte aus der Cloud und wir liefern unsere eigenen Produkte mit und über die Cloud zum Teil aus. Und diese Basisinfrastruktur der digitalen Revolution, die ist jetzt nicht offen und frei verfügbar, sondern die wird von einigen wenigen Unternehmen kontrolliert, deren Vorstände nicht einmal der europäischen Gesetzgebung unterstehen. Und das bringt Unsicherheit, das bringt Innovationsunsicherheit und Investitionsunsicherheit mit sich. Ich würde kein Automobilwerk aufbauen, wenn ich befürchten müsste, dass sämtliche Straßen hin und zu diesem Automobilwerk von Tesla kontrolliert werden würden. Ich würde auch keine Süßwarenfabrik aufbauen, wenn ich Rohstoffe nur von der Firma Mars beziehen könnte. In der Digitalisierung ist das aber heute zum Teil schon der Fall. Fragen Sie mal bei den Zeitungsverlagen nach oder fragen Sie mal im Handel nach. Da läuft das heute schon so. Und deswegen brauchen wir offene, verlässlich verfügbare Basisinfrastrukturen der Digitalisierung. Das muss auch für neue Technologien gelten, wie zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo wir gerade wieder einen neuen Hype sehen. Ich finde das auch faszinierend, was da passiert. Das hat nicht funktioniert so ganz. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass gerade künstliche Intelligenz den proprietären Plattformen die technische Steilvorlage dafür liefert, sämtliche Daten, die sie bekommen können, in ihren proprietären Datenspeichern aufzuzeichnen, sämtliche Daten über unser Verhalten zu speichern, um unsere Wünsche und Intentionen so gut wie möglich vorhersagen zu können. Und ich glaube, wir wollen diese Technologien nutzen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass die dazu notwendigen Datensammlungen zu einer neuen Basisinfrastruktur der Digitalisierung werden, die von einigen wenigen kontrolliert werden. Wenn wir das machen, dann verlieren wir die Sicherheit für Investitionen, dann verlieren wir Innovationsfähigkeit, dann verliert unsere Wirtschaft an Kraft und dann sieht unsere Wirtschaft in Teilen so aus wie manche deutsche Innenstadt heute schon, wo die Folgen digitaler Disruption ja auch sehr, sehr deutlich zu sehen sind. Die gute Nachricht ist, schade, dass Herr Hagen nicht mehr da ist, aber einige andere sind ja noch da, dass die Politik
genau das beginnt zu erkennen. Es ist sehr gut, dass die Digitalstrategie der Bundesregierung digitale Souveränität zum Leitmotiv gemacht hat. Und es ist wirklich sehr gut, dass das noch im Dezember gegründete Zentrum für digitale Souveränität, lieber Andreas Reckert-Lodde, jetzt startet. Und ich glaube, dass hier ein ganz wichtiger Schritt für die Verwaltung und für die Sicherung der Grundlagen der Verwaltung der Zukunft getan wird. Und genauso wichtig ist der im Herbst gegründete Sovereign Tech Fund, der, glaube ich, auch eine wichtige Rolle für die Sicherung offener und verlässlich verfügbarer Basistechnologie für Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft leisten kann. Das geht aber alles noch nicht weit genug. Wir sind lange noch nicht am Ziel und viele Fragen sind noch offen. Keine gute Antwort auf die offenen Fragen sind, glaube ich, Abschottung und Protektionismus. Und wir dürfen auch nicht, wie ich das in letzter Zeit öfter gehört habe, Angst davor haben, mit Open-Source-Software zu arbeiten, an der vielleicht auch einige Chinesen mitprogrammieren. Die Antwort für uns als Europäer kann ja nicht sein, entweder auf der einen Seite alles selber programmieren zu wollen. Das funktioniert nicht, dafür haben wir nicht die Power, da werden wir nicht schnell genug sein. Und gleichzeitig kann die Antwort aber auch nicht sein, dass wir uns abschotten und dass wir in blindem Vertrauen auf Produkte setzen, von denen wir uns abhängig machen und die wir dann selber nicht mehr beeinflussen können. Die Antwort muss sein, dass wir eigene Kompetenzen aufbauen, dass wir Kontrolle sicher ausüben können, dass wir Risiken selbst einschätzen können und dass wir vor allem auf Augenhöhe mit allen Unternehmen, Projekten, Initiativen, Staaten auf der Welt gemeinsam Informationstechnologie voranbringen können, sodass sie wirklich den meisten Menschen auf der Welt auch nutzt. Und ich glaube, dass wir als Teil der Open Source Community ja am besten wissen, wie mächtig und wie disruptiv dieser Ansatz auch ist. Es ist ja auch nicht so, dass Informationstechnologie jetzt in erster Linie eine Gefahr ist. Im Gegenteil, wir brauchen diese Zusammenarbeit, weil wir nur mit guter Informationstechnologie die drängenden Herausforderungen lösen werden. Ob es jetzt um eine effiziente und moderne Verwaltung geht oder ob es um die noch größeren Herausforderungen im Bereich des Klimawandels, im Bereich der Bildung, im Bereich der Bekämpfung von Personal- und Fachkräftemangel geht. All das werden wir ohne Digitalisierung und ohne Automatisierung nicht hinbekommen. Die Wirtschaft erkennt die große Kraft und die Notwendigkeit, Open Source einzusetzen, um diese Probleme anzugehen, auch immer mehr. Das sehen wir haben wir im Herbst gesehen, zuletzt am Bitkom Open Source Monitor beispielsweise. Das sehen wir aber auch an sprunghaft steigenden Mitgliedszahlen in der Open Source Business Alliance, worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Wir sind also erfolgreich, aber mit diesem Erfolg müssen wir auch alte Fragen neu beantworten. Wie schaffen wir es, dass Open Source Software von den proprietären Plattformen nicht so sehr vereinnahmt wird, dass sie letztlich hinterher ohne diese Plattform gar nicht mehr nutzbar ist? Das ist eine Strategie, die teilweise schon auch getrieben wird. Wie schaffen wir es, dass Open Source auch dann noch als Open Source Software weiterentwickelt wird, wenn sich Unternehmensstrategien oder Besitzverhältnisse an Unternehmen ändern? Wie schaffen wir es, dass die dringend notwendige Investition in eine offene, verlässlich verfügbare Basisinfrastruktur der digitalen Revolution so geschehen können, dass die Ergebnisse auch offen und verlässlich nutzbar bleiben und dass sie auf der Basis fairer Geschäftsmodelle dauerhaft und nachhaltig weiterentwickelt werden können. Ich glaube, dass wir dafür, so wie wir einen Green New Deal brauchen, einen Open New Deal brauchen. Wir brauchen neue Verabredungen, die es uns gemeinsam ermöglichen, als Staat, als Wirtschaft, als Zivilgesellschaft
auf dieses Ziel hinzuarbeiten, genauso wie die industrielle Revolution zu ganz neuen Verabredungen geführt hat. Die eigentliche Arbeit muss dabei weiter von marktwirtschaftlich agierenden Unternehmen durchgeführt werden. Das darf keine dauerhafte Förder- und Finanzierungsaufgabe sein. Softwareentwicklung, Betrieb von Cloud-Services muss von denen bezahlt werden, die die entsprechenden Services auch nutzen, sonst könnte man sie auch nicht exportieren. Und gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die entsprechenden Unternehmen von den grundlegenden Prinzipien wie Sicherung der digitalen Souveränität von Kunden und Partnern, Open Source und Datenschutz nicht abrücken können, sondern diesen Prinzipien verpflichtet bleiben. Ich glaube, dass so etwas beispielsweise über eine Stiftung passieren könnte, die in entsprechende Technologien investiert, sich dafür an Unternehmen beteiligt und über diese Beteiligung sicherstellt, dass diese Grundprinzipien eingehalten werden müssen und eingehalten bleiben. Und gleichzeitig könnten rückfließende Gewinne dann wieder verwendet werden, um weiter in die entsprechenden Unternehmen, in neue Technologien zu investieren und das Modell so weiter wachsen zu lassen und weiter erfolgreich werden zu lassen. Das hört sich so ein bisschen ungewohnt an. Wenn man genau hinguckt, ist das aber ein Modell, das in der Wirtschaft schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich funktioniert. Wir haben in Europa große, bekannte Unternehmen, die sich in sogenanntem Verantwortungseigentum befinden. Das bedeutet, kurz gesagt, nicht viel anders als das, was ich eben beschrieben habe, nämlich, dass nicht die Shareholder, sondern die Mission und die handelnden Personen bestimmen, was in diesen Unternehmen passiert. Und ich glaube, von solchen Modellen müssen wir lernen, wenn wir die Herausforderung der Digitalisierung angehen wollen. Ich glaube, dass so etwas auch die nächste Evolutionsstufe des Open-Source-Ökosystems sein kann, ein Garant für eine nachhaltige, den Menschen dienende Digitalisierung. Deswegen setze ich mich dafür ein und deswegen bin ich auch bereit, die Univention in ein solches Konstrukt einzubringen und da auch auf eigene Rechte zu verzichten, auch weil ich glaube, dass wir dadurch die Investitionen von Ihnen, unseren Kunden, unseren Partnern, unseren Mitarbeitern in unser Unternehmen am besten schützen. Denn Univention ist und bleibt ja der Ort, an dem wir solche offenen, verlässlich verfügbaren Technologien weiterentwickeln und weiter vorantreiben wollen. Und im Kern steht dabei für uns das Thema Identitäts- und Zugriffsmanagement. Eine sichere, effiziente und komfortable Digitalisierung ist ohne Identitäts- und Zugriffsmanagement nicht möglich. Gleichzeitig sind aber Identitäts- und Zugriffsmanagementsysteme, IAM-Systeme, auch die Systeme, die kontrollieren und mitbekommen, wer wann, unter welchen Bedingungen, auf welche Systeme und welche Ressourcen zugreifen kann. Sind also quasi der technische Schlüssel zur Digitalisierung. Und deswegen ist es auch so, dass die großen Plattformen, die proprietären Plattformen, ein so großes Interesse haben, genau diesen Schlüssel in die Hand zu bekommen. Deswegen sehen wir überall die Sign-in with Microsoft, Login with Google oder Sign-in with Facebook Buttons im Internet. Wir brauchen solche Systeme, aber wir dürfen solche proprietären Gatekeeper nicht zulassen. Wir brauchen offene, als Open Source verfügbare IAM-Systeme, die von jeder Organisation bei Bedarf auch selbst implementiert werden können. Und ein solches offenes IAM-System steht im Kern des Angebotes von Univention. Es hat sich seit Jahren in Unternehmen und Verwaltungen mit Zehntausenden von Benutzern bewährt, im Bereich Telekommunikationsprovider mit zig Millionen von Benutzern und im Bereich des deutschsprachigen Schulsystems sind wir ebenfalls mit Millionen von Benutzern Marktführer. Denn auch im Kern von OCS at School steht ein offenes Identitätsmanagementsystem, das für Schule optimiert ist, an das sich alle in Schule benötigten Anwendungen anbinden lassen, was im letzten Jahr mit dem Univention ID Broker noch einmal massiv einfacher geworden ist. Und was mich natürlich sehr freut, ist, dass
das Schulsystem überall da, wo es die Produkte von uns einsetzt, auch erfolgreich ist. So konnte Bremen beispielsweise Endgeräte und Applikationen während der Pandemie nur deswegen auch so erfolgreich an SchülerInnen und LehrerInnen ausrollen, weil man eben über ein solches System verfügte. Mit wachsendem Erfolg sehen wir aber auch hier neue Anforderungen, insbesondere im Bereich der Flexibilität. Deswegen ist die grundlegende Überarbeitung des Rollen- und Rechtemodells in Univention Corporate Server neben dem Thema Containerisierung und Kubernetes die zweite wichtige Initiative bei der Weiterentwicklung unserer Produkte. Aber Identitäts- und Zugriffsmanagement ist natürlich nicht alles, was man braucht, um zu einer offenen, verlässlich verfügbaren Basisinfrastruktur der Digitalisierung zu kommen. Man braucht auch offene Anwendungen. Und da ist im Bereich der Office- und Kollaborationsanwendungen, gibt es ja da besonders hohe Abhängigkeiten, einen besonders dominierenden Anbieter. Und deswegen kann aus meiner Sicht, Martin Hagen hat es auch schon gesagt, gar nicht unterschätzt werden, wie wichtig es war, dass das Dataport sich gemeinsam mit uns auf den Weg gemacht hat, mit Phoenix eine Alternative zu Microsoft 365 oder Produkten wie Google Workspace anzubieten. Und es war auch, glaube ich, sehr, sehr klug, hier nicht auf einen Single-Vendor-Ansatz zu setzen, sondern die besten Produkte aus dem jeweiligen Bereich zu verwenden, wie zum Beispiel Open Exchange, Collabora Office, Matrix Elements oder das Identitäts- und Zugriffsmanagement-System von uns, Nextcloud und andere, Open Project, und diese intelligent miteinander zu integrieren. Und mit Phoenix 3.0 hat Dataport die erste Version dieser Integration vorgestellt. Das Feedback aus dem Markt ist, soweit ich das mitbekomme, sehr, sehr positiv. Es gibt sehr hohes Interesse daran. Besonders freut mich, dass das Land Baden-Württemberg damit den digitalen Arbeitsplatz für seine Lehrkräfte realisieren will. Und was auch eine große Herausforderung und gleichzeitig ein sehr, sehr großer Erfolg ist, dass, und da muss ich wirklich auch vielen hier im Raum dafür danken, dass das gelungen ist, dass alle 16 Bundesländer und der Bund sich hinter dieses Konzept gestellt haben und gesagt haben, das ist der Weg, einen souveränen Verwaltungsarbeitsplatz zu entwickeln. Und deswegen entwickeln wir jetzt als eine große Gruppe von Open-Source-Herstellern gemeinsam mit Dataport, mit Finanzierung des Bundes, diesen souveränen Verwaltungsarbeitsplatz als Open-Source-Software, werden ihn auf OpenCode, der Open-Source-Plattform des Bundes, zur Verfügung stellen, wo er von jeder Mann und jeder Frau genutzt werden kann. Hier das Netzwerk der Anbieter. Und ich halte es auch für einen großen Erfolg, dass hier verbindliche Vereinbarungen, wie das geschehen soll, getroffen worden sind. Und genauso wichtig ist, dass es auch eine gute, saubere Abgrenzung zu den kommerziell zu bezahlenden Subskriptionsleistungen gibt. Denn auch die Entwicklung eines solchen Arbeitsplatzes darf ja keine dauerhafte Förder- oder Finanzierungsaufgabe sein, sondern muss auf Dauer skalierbar, auch international und auch aus der Wirtschaft von denjenigen finanziert werden, die entsprechende Produkte benutzen. Referenzplattform dafür ist die deutsche Verwaltungscloud-Strategie und darin der Sovereign Cloud Stack, den wir in der Open Source Business Alliance entwickeln. Und da wächst dann wirklich zusammen, was auch zusammengehört. Da entsteht am Ende ein großes modulares Netzwerk aus vielen, vielen Unternehmen, Produkten und Projekten, die von der Hardware bis zur Office- und Kollaborationsanwendung ein sehr weites Portfolio abdecken können. Und genau das ist ja auch das, was im Kern der Mission von Univention steht, nämlich durch die richtigen Produkte und genauso wichtig, das richtige Agieren im Markt, es zu ermöglichen, dass die vielen Stakeholder und Player, die vielen Unternehmen, Initiativen und Projekte im Open-Source-Umfeld
besser zusammenarbeiten können, besser gemeinsam erfolgreich sein können und dadurch die proprietären Angebote in immer mehr Bereichen überflüssig machen können. So wie das Betriebssystem Linux viele damals genutzte proprietäre Betriebssysteme überflüssig gemacht hat. So wie das Internet viele proprietäre Netzwerke überflüssig gemacht hat. Und ich glaube, wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Noch nie war Open Source so sehr der Standard in so vielen Bereichen. Noch nie spielten digitale Souveränität in Verwaltung und Wirtschaft eine so große Rolle. Noch nie haben sich 16 Bundesländer gemeinsam hinter eine Strategie gestellt, eine Alternative zu schaffen zu proprietären Plattformen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, den Turbo zu zünden und durch einen Open New Deal diese Entwicklung weiter zu beschleunigen, sie aber auch nachhaltig zu machen und abzusichern. Ich wünsche Ihnen hier allen ganz viel Spaß und einen ganz besonders erfolgreichen Univention Summit. Vielen Dank.